Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Clash Royale und da haben wir schon einen Schweinereiter erhalten von dem lieben Christian. Danke auf jeden Fall. Und ja, Arena 12. Jetzt werde ich versuchen, in die Herausforderer-Liga zu kommen, dass ich diese Truhe hier bekomme. Ja, 101 Karten, 10 epische und 50 seltene sind drin. Das passt. Die würde ich auf jeden Fall gerne bekommen. Ich war einmal in Liga 1 und da habe ich einmal diese Truhe bekommen, aber ich habe das nie wieder geschafft. Seht ihr hier, die vorherige Saison hatte nur 3810 Trophäen. Und ich würde das diese Liga gerne mal schaffen oder diesen Monat. Es geht ja immer nach Monaten, glaube ich. Und da würde ich das gerne mal schaffen. Und die legendäre Herausforderung habe ich mir auch schon angeguckt. 20.000, 10.000 und 5.000, 3.000, 1.000. Ich würde das gerne alles haben. Sogar die legendäre Kiste hier. Um den lieben Königsgeist zu erhalten. Den hier, den möchte ich gerne haben. Und ja, das wäre mega nice, wenn wir das schaffen würden. Ich werde, glaube ich, einen Stream dazu machen am Freitag, wie ich die Herausforderung spiele. Und morgen werde ich vielleicht ein bisschen anfangen mit der Herausforderung in dem Video. Und mal schauen. Vielleicht mache ich da zwei Kämpfe morgen gleich, dass wir das hier bekommen, die 1000. Wäre echt nice. Auf jeden Fall. Und ich habe hier schon gesucht. Hier wurde der Königsgeist gespielt und das will ich mir gerne mal angucken. Das ist bestimmt nice, das Gameplay. Schauen wir doch mal rein. So. Mal schauen. Da hat er die Flugmaschine. Ich könnte gar nicht mit der Flugmaschine spielen, weil ich überhaupt keine gute Taktik mit der aufbauen kann. Aber ja, wenn er es kann, soll er spielen damit. Aber ich glaube, das wird auch nichts, da verloren hat, wie ich erst gesehen habe drinnen. Ja, aber gut. Und da ist unser lieber Königsgeist, den würde ich auch so gerne haben. Der würde so gut in mein Deck passen, statt der Nachthexe. Wäre der mega nice in dem Deck, was ich gerade spiele. Aber 17 Stunden gedulden, bis wir den endlich freischalten können. So, werde ich morgen mal schauen, ob ich den vielleicht schon freischalten kann. Ob der im Shop verfügbar ist, das wäre mega nice. Für Gold, also 40.000, das schaffe ich bis morgen bestimmt noch zu sammeln. Irgendwie wird das schon gehen. Und er spielt auch den Mega-Ritter. Ich glaube, er spielt hier gerade eine Krone, weil die Karten alle an das Turnierlevel angepasst sind und er diese eine Krone bei dem Gameplay davor hatte. Also bei dem Gameplay ist diese eine Krone davor. Ich habe früher auch gerne diese Herausforderung gespielt. Da habe ich mehr als 1000 Karten gemacht. Also ich glaube, so 9000 Karten habe ich mit diesen Herausforderungen gemacht. Aber nur eine epische habe ich mal aus einer Truhe gezogen und ja. Es hat aber Spaß gemacht, als die Gegner noch nicht so OP waren, die hier gespielt haben. Und da konnte ich echt gut Karten holen. Da habe ich es meist bis zur 9. geschafft, bis zum 9. Kampf also. Und da hat das noch richtig Fun gemacht. Aber als ich die dann später nochmal angefangen habe, bin ich meist nur bis zum 1. Kampf gekommen. Und dann hat das sich auch nicht mehr gelohnt für mich. Aber auch egal. Ja, die Skelette bringen überhaupt nichts gegen den Königsgeist, weil der Königsgeist macht Flächenschaden. Das sieht nicht gut für ihn aus. Er wird wahrscheinlich verlieren. Ja, der Königsgeist. Da lohnt sich auch kein Elektromagier. Ich würde den Mega-Ritter reinsetzen gegen den Königsgeist. Der lohnt sich mehr. Aber er hat jetzt Eva schon verloren und da bringt ihm das auch nichts mehr. Ja. Dann werde ich auch mal selbst noch zwei Kämpfe machen. Hier stand es. Ja, hier hat zwei Kämpfe gewonnen gehabt. In der Herausforderung. Zwei Kämpfe zu gewinnen ist nice.
Da gibt es schon ein paar Karten. Aber, ja, er hat wahrscheinlich 2 Kämpfe gewonnen. Liga 2. Liga 2. Liga 2. Was meint er mit Liga 2? Ich sehe hier keine Liga 2. Ja, auch egal. Aber zumindest macht er hier diese Herausforderung. Und nach 2 Kämpfen hat man so 60 Karten, würde ich sagen. Um die 60 Karten. Das ist noch nicht so viel, aber 60 Karten gehen immer. Da ist mindestens eine epische dabei. Und jetzt erstmal die Goblin Gang nach vorne. Ja, egal. Die Pfeile haben jetzt nichts gebracht. Die waren ein bisschen zu spät. Die Princess kann ich damit ganz einfach eigentlich nach vorne bewegen, wenn er die Pfeile jetzt schon gesetzt hat. Da die Rakete drauf. Dann sollte es auch wieder hinhauen. Er hat nichts an seinem Elixier verdient. Okay. Der Mega-Ritter. Schöne Karte. Aber die bringt ihm jetzt auch nicht so viel. Da ist er nämlich schon wieder down. Und die Türme von ihm sind auch schön angeschlagen schon. Ja. Da stehen wir schon mal vorne mit dem HPs. Das sollte was werden. Hoffe ich mal. So. Nachthexe stirbt und er spielt den Golem. Ich finde Golem ja mega nice. Mal schauen, was er dahinter spielt. Dann kann ich vielleicht die Rakete nutzen. Ja, da muss noch nicht die Rakete nutzen. Jetzt nicht wirklich. Da reichen auch andere Truppen zu. So, weg mit dir. Ja, das nervt jetzt ein bisschen die Hexe da. Ich hoffe, der Mega-Ritter packt das. Der Golem macht nämlich schon einiges an Schaden, das nervt. Und gefällt mir überhaupt nicht. Mein Turm ist fast down. Ich glaube, er hat die Pfeile eh schon gesetzt. Jetzt. Oh, Mega-Ritter. Schon wieder. Er spielt Mega-Ritter und Golem. Wie teuer ist das Deck denn bitte? Hier ein Sepp drauf, da kann er noch ein bisschen Schaden ziehen. Aber dieses Deck, was der spielt, ist so OP. Aber auch teuer. Wenn er gut damit klarkommt, kann er spielen. Ich könnte das zumindest auch nicht spielen, dieses Deck, weil ich mit hohen Karten nicht so gut deffen kann. Wenn ich wieder kein Elixier habe. Aber die Nachthexe ist down. Das gefällt mir. Hier würde ich... Ach du Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Weg damit. Ja, jetzt die Goblin Gang rein. Ja, das sieht gut aus für ihn. Aber bei ihm sind die beiden Türme mehr angeschlagen, also habe ich auch noch eine Chance, eine gute. Und da sollte das eigentlich was werden, ne? Ja, der Inferno-Trag hat jetzt auch 0 gebracht. Ja, die Prinzessin geht auf den Golem, das ist gut. So, mal schauen. Eine Rakete noch, dann habe ich gewonnen. Werden wir doch mal schnell alle Truppen hier raushauen. Ja, die gehen auch hinten schön auf den Tower. Und den Mega-Ritter in die Mitte, da sind es schon 2. Mal schauen, was er jetzt dagegen spielen wird. Nix. Und da haben wir schon gewonnen. Gut spielen, nicht schlecht. Viel Glück. 28 Trophäen plus. Lohnt sich. Aber jetzt komme ich auch mit diesem Deck ein bisschen besser klar als gestern. Und dann werden wir noch einen Kampf machen und dann würde ich sagen, war's das schon wieder. Ja, und dann werde ich Freitag einen Livestream starten, wie gesagt, zu dem zur Herausforderung. Turnier ist das ja nicht. Turnier werde ich mal genug Gems haben, da kann ich wieder eins erstellen. Erstmal habe ich aber nicht genug. Als ob das jetzt so gebuggt hat, bloß weil er die Mega-Ritter gesetzt hat. Die Elite-Barbaren, das hat gerade total gebuggt. Das ist ja total unfair. Bei ihm buggt das bestimmt nicht, wenn er die Elite-Barbaren setzt, aber... Und da habe ich ja ein... eigentlich büße ich damit Zeit ein.
die Zeit, die ich zum Verteidigen nutzen könnte. Und hatte eigentlich einen Vorteil. Aber auch egal. Die Rakete regelt. So, mal schauen, was er spielt. Okay, jetzt kommt gleich wieder die Elite-Barbaren. Da werde ich schon mal vorsorgen. Okay. Ach man, ey, die gehen mir so richtig auf den Sack, die Viecher. Ich hoffe, wir kriegen mindestens einen weg. Ja. Passt, passt, passt. Und jetzt den zweiten. Jetzt geh auf den Turm. Nice. Sepp, Sepp, Sepp. Die machen nicht allzu viel Schaden und die werden auch gar nicht erst so weit durchkommen. Dann passt das nämlich auch wieder und der Turm ist eh fast down. Jo, passt. Also der Turm ist weg, das sieht gut aus. Und jetzt werde ich den Mega-Ritter für die Elite-Barbaren wahrscheinlich benutzen. Ja, los, mach das Vieh weg. Dann haut das nämlich auch wieder hin. Das war gut gedefft. So schlecht war das gar nicht. Mal schauen, wo die Elite-Barbaren spielt. Ich kann aufheben, bis ich meinen Mega-Ritter gespielt habe. Das nicht so gut abwehren kann. Ja, Sepp. Und da kommen sie auch schon. Da freue ich mich schon drauf. So viel Schaden wird er jetzt nicht machen. Ich glaube nicht mal etwas Schaden wird er im Tower machen. So, eine Rocket drauf und dann wäre das auch wieder geregelt. Und ja, mal schauen, was er jetzt spielen wird. Ich muss meine Türme auf jeden Fall behalten. Weg damit. Noch 19 Sekunden und dann haben wir das auch schon geregelt im Kampf. Ich hoffe, wir gewinnen noch. Und wir lassen die Elite-Barbaren nicht durch. Das wäre nämlich echt schlecht. Dann wäre es das auch schon. Gutes Spiel, nicht schlecht. Und da kommt nochmal sein Kampfholz. Passt. Passt, passt. Auf jeden Fall. Ja, spielgünstig, ist mir eigentlich auch egal. Okay. Gut. Dann werde ich am Freitag wahrscheinlich wieder streamen und morgen im Video werde ich wahrscheinlich schon zwei Kämpfe machen. Und ja. Ach, ich kann auch gar nicht auf Info drücken. Dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich werde heute mal diese Ränder hinzufügen, die ich gestern im Stream hatte. Und wenn sie euch gefallen, schreibt es in die Kommis, ob sie euch gefallen oder nicht. Und ciao Leute, bis morgen zum nächsten Video.